Wenn es um das Thema Männerpflege geht, da gibt es einige Tools, auf die kann und auf die will ich gar nicht mehr verzichten. Und genau über die spreche ich heute in diesem Video. Wir entwickeln uns immer weiter und weiter und die Welt dreht sich immer schneller und schneller. Und das auch im Beauty-Bereich. Und seitdem ich mich mit dem Thema ausführlich beschäftige, habe ich halt super viele nützliche Dinge gefunden und super nützliche Dinge entdeckt, wo ich mich frage, Daniel, Alter, warum hast du das nicht früher genutzt? Beziehungsweise, warum hast du es nicht früher entdeckt? Wenn du sie einmal benutzt hast, dann willst du nie wieder was anderes nutzen, beziehungsweise dann willst du nie wieder auf eine herkömmliche zurück. Wovon spreche ich? Genau, eine elektrische Zahnbürste. Auch hier hat sich nämlich einiges getan. Mittlerweile gibt es sogar Ultraschall-Zahnbürste, die super effektiv sind und super schonend zu deinen Zähnen. Und eine elektrische Zahnbürste, egal ob eine Ultraschallzahnbürste oder eine ganz normale elektrische Zahnbürste, nachweislich ist es bewiesen, dass elektrische Zahnbürsten die Zähne wesentlich gründlicher reinigen als eine herkömmliche Zahnbürste. Und viel wichtiger ist eigentlich das Gefühl, was du danach hast. Denn das Gefühl, wenn du deine Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste geputzt hast, ist einfach unfassbar gut. Und wenn du da draußen dir auch deine Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste putzt, ja, würdest du wieder auf eine ganz normale herkömmliche Zahnbürste zurückgreifen? Ich glaube nicht. Und genauso ist es auch beim nächsten Tool. Wenn du das einmal genutzt hast, dann willst du nie, wirklich nie wieder was anderes, denn dieses Ding ist wirklich genial. Die Rede ist von einer elektrischen Gesichtsbürste und nicht so eine herkömmliche elektronische Gesichtsbürste. Ich hatte nämlich vor Jahren auch noch so eine elektronische Gesichtsbürste mit so einem runden Bürstenkopf, der sich so gedreht hat. Nee, so eine meine ich nicht, denn das ist kein Vergleich zu dieser hier. Und ich freue mich riesig, dass wir dieses Produkt jetzt im Portfolio haben. Wenn es nämlich ankommt und du es auspackst, dann sieht es aus wie ein Apple-Produkt. Es ist aber kein iPhone, sondern es ist tatsächlich eine elektronische Gesichtsbürste. Dieses Teil ist einfach phänomenal. Es ist ein 3-in-1 Produkt, du kannst es zur Reinigung verwenden. Es hat eine Anti-Aging-Funktion und gerade für uns Bartträger ist es ideal zur Rasurvorbereitung oder auch um die Haut unter dem Bart gründlich zu reinigen. Einfach top. Mit dieser elektronischen Gesichtsbürste reinigst du wirklich deine Haut bis in die letzte Pore. 99,5% von Schmutz, Öl und Make-up-Rückständen werden mit dieser Gesichtsbürste entfernt. Und nicht nur das, du kannst auch alte, abgestorbene Hautzellen mit dieser Gesichtsbürste abtragen und das ist wirklich enorm gut. Und das Gute ist, wenn du ein bisschen älter bist wie ich, kannst du die Bürste nämlich auch als Anti-Aging-Gerät benutzen. Du musst die Bürste dazu einfach umdrehen. Die eine Seite ist nämlich die Reinigungsseite, die andere Seite ist die Anti-Aging-Seite. Und dann kannst du einfach deine Haut ein bisschen verjüngen. Und Leute, ich sag's wie es ist. Seitdem ich dieses Produkt verwende, bin ich einfach schlichtweg begeistert. Diese Bürste liegt bei uns in der Dusche. Die ist komplett zu 100% wasserfest. Und ich reinige da nicht nur mein Gesicht mit, sondern auch meine Brust und meinen Rücken, weil ich da auch mit meiner Haut ein bisschen Probleme habe. Und dieses Teil ist einfach so genial, denn ich spüre wirklich direkt nach der Anwendung, wie meine Haut einfach sich besser anfühlt und mega gereinigt ist. Und das Geile an der ganzen Nummer ist auch noch, du kannst diese Bürste mit einem Induktionsladegerät ganz easy aufladen. Heißt, es gibt keine Kabellage, gar nichts. Einfach drauflegen und das Ding wird geladen. Ich nutze dieses Teil sowohl morgens unter der Dusche als auch nochmal abends zur Gesichtsreinigung und ich stelle dieses Teil direkt immer auf die 12. Stufe, weil sich das einfach so gut anfühlt. Danach fühlt die Haut sich einfach so schön gereinigt und weich an. Leute, ihr müsst dieses Teil einfach ausprobieren. Aber eins kann ich dir an dieser Stelle schon versprechen. Dein Partner oder deine Partnerin wird dieses Teil ebenfalls benutzen. Weil wenn die es einmal ausprobiert hat, dann wird die es immer und immer und immer wieder benutzen. Also, wenn du deine Hautpflege auf das nächste Level katapultieren möchtest, dann klick hier unten hin, bestell dieses geile Teil, benutze es morgens eine Minute, abends eine Minute und ich garantiere dir, deine Haut wird sich wesentlich besser anfühlen. Viele Leute sagen, das nächste Teil ist der beste Rasierer bzw. der beste Trimmer der Welt. Dem stimme ich persönlich jetzt nicht zu, dazu hat er einfach zu wenig Power, aber das Teil ist wirklich ein richtiges Multitalent. Die Rede ist vom Philips OneBlade. Ich benutze den Philips OneBlade auch echt super häufig und er ist auch einfach super praktisch, kann man nicht anders sagen. Mit dem Philips OneBlade rasiere ich zum Beispiel meine Konturen, ja, also meinen Bart, die ganz feinen Konturen mache ich mit dem Philips OneBlade. Ich rasiere aber auch meine Brust mit dem Philips OneBlade, das geht wirklich ideal und du brauchst auch keine Aufsätze dafür. Du kannst einfach mit der Klinge deine Brust rasieren. Funktioniert einwandfrei. Und damals, als ich noch einen Stoppelbart hatte, habe ich auch den Stoppelbart komplett mit dem Philips OneBlade rasiert. Und wenn du gerade keinen Augenbrauenrasierer hast, dann kannst du auch deine Augenbrauen mit dem Philips OneBlade perfekt trimmen. Also ein absolutes Multitool für meine Pflege, das ich nicht mehr missen möchte. Ich will dir nicht schon wieder erzählen, dass du mit dem Bartroller deinen Bartwuchs fördern kannst und dein Bartwachstum anregen kannst. Nein, das weißt du mittlerweile schon. Du kannst aber auch mit dem Bartroller dein Hautbild wesentlich verbessern.
Denn die Methode kommt nämlich eigentlich aus der Dermatologie und heißt Microneedling. Und das Microneedling regt zum Beispiel Kollagen an und fördert auch die Hautzellerneuerung und logischerweise wird somit auch dein Hautbild verbessert. Und gerade wenn du zum Beispiel unter Aknennarben leidest, dann kannst du mit dem Bartroller bzw. Dermaroller bzw. mit der Methode Microneedling dein Hautbild wirklich wesentlich verbessern. Dazu gibt es auch einige Studien und die Vorher-Nachher-Bilder sind wirklich echt richtig gut. Also falls du darunter leiden solltest, kannst du so einen Dermaroller wirklich nutzen. Oder du kannst natürlich auch nutzen, um deine Fältchen vielleicht hier und da schon dementsprechend ein wenig zu reduzieren. Wenn du älter wirst, dann wachsen uns Männern halt Haare an Stellen, wo du denkst so, hä, wie können da überhaupt Haare wachsen? Unter anderem natürlich auch, ja, Haare hier im Nasenbereich. Und was macht man dann? Zack, man zieht sie einfach raus. Auf gar keinen Fall. Mach das nicht, mach nicht den Fehler, den ich auch gemacht habe, denn das kann wirklich üble Folgen haben. Klar, diese Nasenhaare nerven und klar, du kannst sie auch einfach so mit dem Finger rausziehen, aber mach das bitte nicht, denn das kann wirklich sehr, sehr üble Folgen haben und sogar bis zum Tod führen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, was ist denn mit dem Korte los? Hat er eine komplette Meise? Hat er nicht mal alle Tasten im Schrank? Was ist los mit dem? Nee, kein Spaß, denn wenn du nämlich die Haare aus der Nase einfach so rausziehst, dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass du zum Beispiel Furunkel oder Abszesse oder Infektionen in der Nase bekommst und das wiederum kann wieder Gehirnbluten auslösen und das wiederum kann zum Tod führen. Außerdem sage ich das nicht, sondern die deutschen HNO-Ärzte. Also mach das auf gar keinen Fall, sondern nutze lieber einen Nasenhaartrimmer. Mit einem Nasenhaartrimmer kannst du einfach schön die langen Haare in deiner Nase stutzen. Ist gar kein Problem. Klar ist es erstmal ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ich kann jetzt schon sagen, das tut nicht weh. Kannst du ganz easy machen und das funktioniert wirklich einwandfrei. Und by the way, alle Produkte, die ich heute in diesem Video vorstelle, packe ich euch selbstverständlich natürlich auch in die Infobox rein. Ein Tool, ohne das ich auf gar keinen Fall leben kann, ist logischerweise, wenn man Bart hat, ein Barttrimmer. Ich benutze immer noch den Remington TouchTag. Der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis vollkommen fein, der ist nicht zu teuer, funktioniert für mich einwandfrei. Und klar, wenn man nicht jede zwei Wochen zum Barber rennen möchte, dann brauchst du einfach einen gescheiten Barttrimmer, wenn du deinen Vollbart einfach mal hin und wieder ein bisschen in Form trimmen möchtest oder einfach auch ein bisschen länger raustrimmen möchtest. Also ein guter Barttrimmer gehört für mich zur Pflegeroutine dazu, wie die Butter aufs Brot. Als ich noch kurze Haare hatte und Stoppelbart, da war das nächste Tool ein Fremdwort für mich, da kannte ich das gar nicht. Und zwar ein Föhn. Mittlerweile habe ich aber lange Haare und einen Vollbart und kann einen Föhn aus meiner Pflegeroutine gar nicht mehr wegdenken, denn klar, wenn du lange Haare hast, dann kannst du natürlich deine Haare mit dem Föhn trocken föhnen. Mache ich persönlich allerdings relativ selten, weil ich meine Haare überwiegend an der Luft trocknen lasse. Es sei denn, es muss jetzt mal wirklich super schnell gehen und ich muss meine Haare schnell trocken föhnen. Gut, aber ich nutze den Föhn viel mehr für meinen Bart, um meinen Bart nach dem Duschen trocken zu föhnen und in Form zu föhnen und dementsprechend kann ich als Vollbartträger und Langhaardackel den Föhn tatsächlich nicht mehr aus meiner Routine wegdenken. Und dann springen wir von einem Tool direkt zum nächsten Tool und zwar zur Rundbürste. Seitdem ich halt einen Bart habe und meinen Bart halt immer schön nach unten föhne und in Form föhne, brauche ich eine Rundbürste und das gehört einfach für mich jetzt mittlerweile auch zur Pflegeroutine mit dazu. Jeden Morgen, wenn man aus der Dusche raussteppt, erstmal schön Bartöl reinmachen und den Bart schön in Form trimmen mit Föhn und mit einer Rundbürste. Das nächste Tool sind eigentlich direkt zwei Tools, denn ich benutze beide und zwar einen groben Kamm als auch einen feinen Kamm. Den groben Kamm benutze ich, um meine Haare einfach schön durchzukämmen und meine Haare zu ordnen und den feinen Kamm benutze ich zum Beispiel auch dazu, um meine Augenbrauen dementsprechend zu trimmen, denn ich habe sehr buschige Augenbrauen und die müssen hin und wieder auch mal getrimmt werden und dazu eignet sich so ein feiner Kamm ideal. Last but not least, Leute, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe schon sehr buschige Augenbrauen und dementsprechend muss ich hin und wieder auch mal eine Pinzette nehmen, um meine Augenbrauen oder die Partie um meinen Augenbrauen herum einfach ein bisschen sauber zu halten. Ansonsten habe ich nämlich riesige Augenbrauen wie Theo Weigel oder so eine Monobraue und das will ich logischerweise vermeiden. So, und jetzt seid ihr dran, schreibt mal bitte in die Kommentare rein, was eure persönlichen Favorite-Pflegetools sind, auf die ihr gar keinen Fall verzichten könnt und auch nicht wollt. Also schreibt es in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr da so schreiben werdet. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag mit einem perfekt gepflegten Körper.